Ich bin gleich tot. Alter, wieso schlägt sie denn nicht zu, oder weil sie tot ist, okay. Ich bin mal kurz. Ja, geh mal kurz. Aha, ich bin schneller. Panikknopf lösen. Wald, ne? Ja. In der Mitte war das nächste Buch, weil ich mich richtig erinnere, von diesem Zirkelkreis, denkst du? Ich glaube direkt vorm nächsten Boss. Ne, in der Mitte von dem Kreis, denk mal, glaube ich. Ne? Das ist direkt vorm nächsten Boss. Ach, keine Ahnung. Oh, Gold. Oh, gut, dass du noch zurückgegangen bist. 39 Gold vergessen. Können wir es wagen? Das ist ja schon fast ein Heiltrank. Ja. Oh, nö. So weit? So weit. Aber jetzt gleich hier am Ende dieser Zacken hier ist das Buch. Na gut. Ich sag dir, die großen Spinnen, Alter, das ist krass. Da kommt der Heiltrank nicht nach. Ja, hab ich gemerkt. Ich habe auch nur noch 4 Heiltränke. 27. Brauchst du? Ja. Wegen der EP wollte ich die große jetzt nicht ohne dich noch wegschnitzeln. Auch wenn sie nicht mehr viel haben kann und live. So, hier vorne müsste sie jetzt gleich irgendwo rumpimmeln. Rumlaufen, meine ich. Da ist sie. Charge! Ja. Okay. Juhu! Ein Schlachtfest. Achtung, Schlachtung. Ja. Hatten. Die mit einem Schlag tot sind. Nö. Nee. Na doch. Eieiei. Ja, geht schon wieder los. Hast den Panikknopf gedrückt. Wupp. Abgekriegt? Ja. Aber scheinbar nur anteilig irgendwie. Du kriegst die ganze Zeit Schaden. Ne, ich krieg die ganze Zeit Schaden. Stand du dich an diesen komischen Scheiß dran. Jedes Mal dasselbe, ey. Ist doch echt scheiße mit zwei Spielern und dieser Karte, das nervt irgendwie teilweise. Echt, das ist nichts. Also. Bin ich aber fast da, wollte ich sagen. Wolltest du sagen. Fast da. Ups. Mhm. Ja, ja, ja. Hier kriege ich gerade keinen Schaden, gut. Also in Ruhe weitergehen. Hier kriege ich auch keinen, gut. Charge! Okay, speichern. Und zurück. Ja. Gibt's noch was, bevor wir zurückgehen? Vor der Tür? Nö. Ja, ein Gegner. Nein, vor der Tür. So. Ja. Das kann heftig werden. Ja, aber das, kommt doch nach der Tür. Nee. Ach, cool. Was hast du jetzt verdickt? Nein, ich habe Beine gekauft. Ich wollte Beine verkaufen. War beim Kaufmenü. War zum Glück nur 40. Das ging noch. Hab's ja gleich gemerkt, zum Glück. Ring der Intelligenz, das ist was für dich. Oh ja. Ring des Schiffes. Ja, der ist was für mich, wenn du den nicht brauchst. Ja, wenn du den in der Intelligenz den einzelnen. Kriegst. Ja. Ja, den kannst du haben. Wir haben viele ausgesucht. Du hast schon wieder 5000 Gold zusammen. Was benötigt? Ja. Nein. Hat deine Waffe gekostet? 5, 9? 10? 9. Ja, von da an hast du wieder 5000 zusammen gehamstert. Ja gut, aber dann sind auch 13, ne? Ja, sind auch 13, okay. Du bist ja an der 14.000 dran und das wären es dann auch, also das kommt schon hin. Ist klar. Ja, Ring des Schutzes kannst du haben, ich will noch mal ein paar Tränke kaufen. Ja. Heiltränke hatte ich jetzt noch. Hast du Regenerationstränke schon gekauft? Nee. Okay.
Schädel eures Gegners zu spalten oder euren eigenen? Ich habe dir nämlich alles gegeben, was ich hatte an Regenerationstrink war. Wenn ihr ein Schicksal bewahren wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Vielleicht machst du noch 5 mehr. Ja. Durch 10 Heil und 20 Regenerationstrink. Ja. Na, das. Du bist nackt. Ja, ich weiß. Ich habe den Waffenrock verkauft, weil ich hier einen besseren hatte. Oh, ist das nicht hübsch? Oh, das ist so sexy. Sexy, ja, nein. Oh. Intelligenz. Liegt auf dem Boden. Ring des Schmutzes. Ja. Ich gehe mal kurz weg, dann kannst du dir erstmal den Intelligenz-Ding holen. Oh. Ich habe jetzt den Ring des Schutzes. Ah. Ja, ich habe ihn eben nicht gesehen, der hat nur den Schutzring eingeblendet. Wieso hast du denn nur so wenig mit, ey? Ich hab 82 schon wieder. Ja, die Tränke sind halt scheiße, ne? Die sind schwer. Ja. Okay. Ah, das sieht echt aus wie so ein Nachthemd bei ihm. Ich weiß auch nicht. Eins für Frauen, wohlgemerkt. Ja. Hm. Sieht schon eher aus wie ein Krieger eigentlich, ne? Wie ein Amazone, ja. Mhm. Rückruf. Rück! Ja, ja. So ist das hier. Nochmal speichern. Ja, stimmt. Bevor du da jetzt einfach so reinrennst. Ich laufe jetzt mal. Ja, mach mal. Kommt nämlich nicht erst nach der Tür, dachte ich. Ja, kann angehen. Kann sein, so, muss aber so. Nicht. Ihr habt also den weiten Weg bis hierher geschafft. Ich hätte die Chance nutzen und euch gleich bei unserem ersten Treffen töten sollen. Wäre für ihn besser gewesen. Du hättest die Chance töten sollen, uns zu treffen, ja. Ja. Mich ernst, ich bin durch. Ergebt euch, Karren. Eure Diebe sind tot und es gibt keinen Ort mehr, an dem ihr euch fliehen könnt, oder? Ihr werdet feststellen, dass ich ziemlich gefährlich bin, wenn man mich nicht feige aus dem Hinterhalt überfällt, oder? Ich bin gekommen, um euch zu töten und nicht um mit euch zu unterhalten. Mich mit euch zu unterhalten, bereitet euch auf euren Tod vor. Ich weiß nicht, er kann nicht mehr fliehen, oder? Ja, er kann nicht mehr fliehen. Oder ich bin Inigo Montoya, du bist des Todes. Du hast meinen Vater getötet. Du hast meinen Vater getötet. Okay, ergebt euch. Da habt ihr wohl recht. Ich hätte nie gedacht, dass ihr es bis hierher schafft. Tja. Dennoch, es spielt keine Rolle, ob ihr mich besiegt oder nicht. Ihr werdet auf jeden Fall sterben. Nein, wir brauchen die EP. Was wollt ihr damit sagen? Oder ich bin gekommen, um euch zu töten und nicht um mit euch zu unterhalten. Bereitet euch auf euren Tod vor. Ja. Was wollt ihr damit sagen? Wollt ihr damit sagen? Selbst wenn ihr mich tötet, wir sollen eine Information jagen. Stimmt, stimmt. Unten auf euch. Der Tod, den ich euch gewähren würde, wäre rasch und gnädig im Vergleich zu dem, was er mit euch anstellen wird. Wir werden ja sehen, wer heute stirbt. Karren. Bereitet euch auf euren Tod vor. Ich bin dein Vater. Oder so. Ups, Messer. Hör doch auf, deine scheiß Messer nach mir zu werfen. Ich laufe hier im Kreis. Ey, lass meinen Magier in Ruhe. Ich bumps dich von der Seite an. Ich den gelben Pizza ohne anfassen. Geil. Nimm lieber den Milzpfeil. Der macht mehr Schaden. Und er verbraucht halt weniger Mana. Sagen wir es so. Und dadurch macht er dann am Ende mehr Schaden. Aua, hör doch auf damit. Hör doch auf, schmeiß mich doch nicht. Was machst du denn da? Aha. Hallo. Ja, sehr schön. Irgendwie ist das schon lustig. Ich hab Spaß. Das ist so dämlich. Bleib mal hier in dem Ding stehen, Heini. Komm ran. Komm ran. So. Oh, ich habe nicht auf meine Gesundheit geachtet. Verdammt, das hätte ich vielleicht machen sollen. Ich kann mich nicht wiederbeleben, glaube ich. Ich glaube auch. Kann ja mal passieren. Oh, doch, kannst du. Sehr schön. Nee, verdammt. Doch, geh noch mal näher ran. Vielleicht warst du einfach nur zu weit weg. Nee, okay. Steh direkt auf dem Buch. Ah. Kann doch nicht angehen.
Hey, ich werf hier mit Sachen, nicht du. Arsch. Voll der Mackie Messer. Ja, ich glaube, ich muss doch das Marsch geschossen. Weil das läuft dann halt durch den Raum. Upp, upp. Ist ja jetzt auch nicht mehr viel. Und er steht einfach nur dumm. Ja, okay, jetzt hat er wieder weggeworfen. Genau, erstmal plündern, bevor du mich wiederbelebst. Das ist gut. Das ist leicht. Du hast jetzt nochmal Schaden gekriegt von seiner Leiche. Das war irgendwie komisch. Wahrscheinlich ist er explodiert oder so ein Scheiß. Jetzt bist du im krassen EP-Vorsprung. Ist das so viel gewesen? Ja. Das holst du ja rein. Ja. Gib mir Mühe. Ja, willst du kommen? Ich hab Stiefel gefunden. Schuhe! Ja, Stiefel. Also. Da war jetzt nicht irgendwie. Und ein scharfen Dolch. Was war das nicht, was er da jetzt gedroppt hat? Warum? Ja. Wenn das jetzt irgendwie der epische Zweihänder plus 5 gewesen wäre, hätte ich nicht gekriegt. Ja, weiter nach unten. Haben wir gespeichert nochmal? Haben wir nicht, ne. Ne, dann machen wir das nochmal. Ich weiß nicht, was uns direkt hinter der Tür erwartet. Ob unser Augenfreund direkt hinter der Tür wartet oder ob das noch ein Stück zu gehen war. War noch ein Stück zu gehen. Okay. Dann nach unten. Das heißt dann nämlich nicht hier Dings Ebene 3. Ach ja, ich erinnere mich. Guck nicht. Ja, wenn er einen anguckt, dann passiert das hier. One Hit. Richtig. Nur um es mal gezeigt zu haben. Nicht, dass ihr das nicht ohnehin sehen würdet, aber... Du wolltest doch einfach nochmal sterben. Ja. Endlich. Ist ja so lange her. Stimmt. Vorsicht, Feinmassaker. Nochmal speichern. Ja, oh, schade. Ja nicht. Alles, was hilft. Aua. Also die Tür schon mal offen. Cool. Ich habe nur gedacht, der sieht mich da oben nicht. Andere aber weg da hinten? Nee, der guckt noch. Nee. Und der ist es, der einen sieht. Welcher? Der da hinten. Ja. Der hier vorne nicht. Speichel. Wir können hier die... Achso, doch jetzt. Immer wenn man gespeichert hat, kann man kurz danach die Karte nicht drehen. Wupp. Jetzt sehe ich aus dem Nebenraum hat mich noch erwischt. Ja. Der Arsch. Ups. Ach, sie ist weg, okay. Ja, die schalten ja hier dann die Gucker aus. Ach, das war das. Du bist gerade draußen wiederbelebt und er hat dich sofort erschossen. Ja, genau, das meine ich halt. Mach mal, ich belebe dich wieder. Ja, das war letztes Mal auch schon lustig. Dreimal gestorben, mindestens. Fünfmal gestorben. Und im Flug gestorben, geil. Ah, voll gut, ey. Und schon wieder tot. Ja, nichts. Kostet ja nichts. Hier gibt's zum Glück keine Rabkosten. Du gibst nicht auf. Ich glaube, ich habe alle außer die hier hinten. Den schaffe ich nicht. Den einen Hebel in der Ecke schaffe ich nicht. Ja, lauf mal. Upp. Beleg mich erstmal wieder. Ja, ich danke. Bin dabei. Ich habe immer noch Milfsäure fallen. Hallo. Oh, jetzt kommt noch einer dazu. Ich würde gerne auf die brennenden Hände wechseln, aber ich kann nicht. Ich will schnell wechseln. Jetzt. Oh, ich bin fast tot. Hallo! Mach doch mal was! Kannst du weit gehen? Achso, ich dachte schon, du wärst tot. Ich hab mich deswegen hier extra beim Bug platziert. Hier, der eine hat's hinter sich. Nummer 2 ist auch weg. Nummer 3. Bin schön. Irgendwo, hier ist noch ein Mana-Trank für dich. Und dann speichern wir auch. Mehr liegt hier nicht rum, ne? Ne, gut. Nur tote Ratten oben. Oder Grottenschrate, ja, achso. Grottenschrate, ja. Wir haben gespeichert? Ja. Thronsaal betreten. Brauchen wir noch was? Mut, Hoffnung.
Haben wir nicht. Geld? Oh, ein Regenerationstrank für dich. Juhu. Den brauchst du zwingend. Ja. Na dann. Thronsaal. Auf wie geht's sie? Die wilde Luzi. Die brauchst du nicht, die Karte. Doch, erstmal kurz hier links und rechts aufdecken. Ich glaube, ich hätte sie ganz gerne, weil der Kampf ist doch ziemlich ausladend. Du siehst ihn doch auf der Karte gar nicht, den Mob. Wofür brauchst du die denn? Ich habe das eine Mal hier an so einer Fackel festgehangen und dann hat er mich umgebracht, weil ich nicht mehr weg konnte. Ja, und die Fackeln sind auf der Karte auch nicht eingezeichnet. So. Ja, aber dann sehe ich, wann bald Wand kommt. Ihr seid also der Fremde, von dem Karten gesprochen. Ja, das können wir sie gleich wegmachen. Ihr humanoiden Wesen seht doch alle gleich aus. Schwach und zerbrechlich. Karn hätte euch töten sollen, als er die Gelegenheit dazu hatte. Ich glaube, du musst drücken. Achso, er ist bei mir aufgetaucht. Ja, du bist vorausgelaufen. Dazu wird Karn keine Chance mehr haben. Er liegt weiter oben tot. Ja, das kann er vergessen. Oder genug geredet, Monster, Zeit zu sterben. Nehmen wir das. Ja. Es spielt keine Rolle. Solche wie ihn findet man zuhauf. Engstirnig und närrisch und ganz versessen darauf, seinen Platz einzunehmen. Ihr Humanoiden wurdet ja praktisch schon als unsere Sklaven geboren. Es gibt keinen Ort mehr, an dem ihr fliehen könntet, Monster. Eure Gilde ist zerstört, eure Diebe sind tot. Und ich werde euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Denkt ihr wirklich, dass eure Anstrengungen hier die Stadt gerettet haben? Ihr irrt. Unsere Macht erstreckt sich weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Ihr habt keine Chance, uns aufzuhalten. Genug geredet, Monster. Zeit zu sterben. Nein. Ihr werdet sterben. Und es wird ein langsamer Tod sein. Ende.